Guten Abend, meine Damen und Herren. Eine kurze Vorankündigung. Kurze Konzentration, bitte. Genau, danke sehr. Wir starten in 2 Minuten. Wir haben das Ganze auf YouTube als Livestream. Deswegen möglichst nicht so viel Lautstärke im Raum, wenn wir hier starten. Ich begrüße Sie dann nochmal, also sich nicht wundern, dass ich mich dann nochmal begrüße, wenn der Livestream läuft. Und dann hat Frau Barbe das Wort und sie hat uns schon vorgewarnt, also vor 12 Uhr kommen wir hier nicht raus. Okay. Wir haben nachher, wenn es Publikumsfragen gibt, ein Mikro hier, dann kommen Sie am besten, der fragt ein bisschen nach vorne, dass er an das Mikro rankommt. Frau Barbe hat ein eigenes Mikro. Da kommen wir uns da nicht in die Quere. Okay, also wir haben noch eine gute Zeit. Soweit. Also, wer ja Getränke haben will, bitte jetzt holen. Wir können ja den mit Sturm. Ruf mir zu, ich reite rüber. Das können wir gerne. Sehr viel Spaß. Und Sie begrüßen uns. Der Oberkellner hat so. Das Klatschen kommt aber erst, wenn Frau Barbe. Nee, wir können ja am Anfang. So. Und wir dürfen nicht das Mikro vergessen. Das ist wichtig, dass wir hier das Mikro noch entgegen. So, bitte die Herrschaften hinsetzen, mit Getränken versorgen. Wir sind ziemlich spät dran, wir machen gleich eine Live-Übertragung. Deswegen jetzt zack, zack, schnell, schnell hinsetzen. Und da vorne ist noch ein Platz frei. Ansonsten geht es heute ohne Nachtisch ins Bett. Haben Sie Ihren Neger gesprochen? Ja, ich weiß noch, wie darüber gesprochen. Genau, das reicht schon. Hast du? Bist du soweit? Dann mach mal auf Start. Da vorne haben Sie was. Da vorne ist noch Platz. Hörst du mich? Ja, ich höre dich. Jörg, wie sieht's aus? Wunderbar. Läuft, ja? Es läuft alles. Okay. Schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen. Der Applaus sollte eigentlich erst kommen, wenn Frau Barbe hier oben steht. Aber das war jetzt Frau Barbe selbst, die hier angefangen hat. Herzlich willkommen zu unserer Sendung zur Lage der Nation aus der Staatsreparatur. Wir haben heute einen ganz besonderen Gast, Angelika Barbe. Jetzt kommt der Applaus und Sie kommen mal hoch, bitte. Mit dem Mikro, das machen wir gleich, das machen wir gleich. Nicht vorher klatschen. Frau Barbe ist bekannt. Nee, Herr Höpfner, Sie sind ein bisschen spät, Sie müssen sich mal hinten irgendwo begnügen, anders geht es jetzt gerade nicht. Wir sind hier auf Sendung. Frau Barbe ist bekannt aus der Bürgerrechtsbewegung der DDR, war auch in der letzten Volkskammer, wenn ich das richtig gelesen habe. Nur in der letzten. Nur. Genau, nur in der letzten Volkskammer für die Sozialdemokratische Deutsche Partei, glaube ich. Oder nein, für die SDP, also SPD in der DDR, die haben wir gegründet. Aber was, in Schwante. Das hieß aber Sozialdemokratische Partei. SDP, genau. Okay, und dann später war sie im Bundestag für die CDU? Nein, für die SPD. Ich war nie für die CDU im Bundestag. Aber sie ist dann irgendwann zur CDU gewechselt. Das ist richtig, ja. Genau. Da ist sie auch nach wie vor Mitglied, auch wenn es manchen nicht gefällt. Aber wir haben ja in der CDU auch noch ganz andere Leute, wie Herrn Maaßen zum Beispiel. Ganz genau. Also man freut sich, dass es in der CDU auch ein paar vernünftige Leute gibt. Jetzt, bevor Frau Barbe loslegen kann, muss ich ihr noch das Mikrofon ummachen. Sekunde, deswegen. Das könnte eigentlich da liegen lassen. Ach so, also ich klemme nur das Ding an. Ich klemme das einfach nur hier so dran. Ups, der Moment ist noch nicht ganz dran. Jörg, hörst du Frau Barbe? Sagen Sie mal was. Ja, wunderbar. Okay. Ja, wunderbar. Ja, so, dann kommt jetzt nochmal ein Applaus für Frau Barbe. Frau Barbe, Sie haben das Wort. Wenn Sie mal noch was zu trinken brauchen, nur so sagen Sie Bescheid. Ja? Okay, danke. Das ist super. Okay. Ja. Ich begrüße Sie alle ganz herzlich und wenn man sich die Situation so im
allgemein anguckt, könnte man verzweifeln oder man könnte so, wie ich das mal mache, mit Galgenhumor reagieren. Und da fallen mir doch tatsächlich Witze aus der DDR ein, die wir damals schon gesagt haben. Und ich weiß nicht, aber mir kommt es so vor, als könnten wir die gleichen Witze heute wieder erzählen. Zum Beispiel folgendermaßen. Also früher ging es uns gut, heute geht es uns besser. Aber es wäre besser, wenn es uns bald wieder gut gehen würde. Oder die aktuelle Kamera sendet drei Kategorien von Nachrichten. Wahre Nachrichten, wahrscheinliche und unwahrscheinliche. Zur ersten Kategorie gehört die Zeitansage. Ja, genau. Die zur zweiten Kategorie gehört der Wetterbericht. Ja. Und zur dritten der gesamte Rest. Jawohl. Und das dritte, Anfrage an den Sender Jerewan. Die Jerewan-Witze waren sehr beliebt in der DDR. Kann es sein, dass Politiker und Journalisten ihr Gewissen verkaufen? Antwort, im Prinzip ja. Aber 95% haben kein Gewissen. Also, das zur Einstimmung, weil das, was jetzt kommt, ist, also da haben wir da nichts zu lachen. Das ist die jetzige Situation. Und das werde ich jetzt, dazu werde ich mich jetzt äußern. Also ich versuche mal, den Vortrag zu strukturieren. Erstens eine kurze Analyse. Ich kann nicht zu allem ganz viel sagen, sonst wird das zu endlos. Zweitens, wie kam es überhaupt zu dieser Entwicklung und was ist zu tun? Das ist ja die wichtigste Frage. Wir wollen ja nicht den Raum verlassen und dann sagen, Mensch, wir sind jetzt hilflos und ohnmächtig. Was können wir vielleicht selber tun? Und da habe ich doch ein paar Vorschläge, die ich Ihnen vortragen möchte. Also Analyse des Ist-Zustandes, Parteien. Wenn man sich die CDU anguckt und CDU-Politiker wie Herrn Spahn oder andere, dann muss man den Eindruck haben, die haben 16 Jahre nicht in der Regierung gesessen, ne? Wenn ich so die Forderungen höre. Oder hier Herrn Minister Reul in Nordrhein-Westfalen, der schimpft jetzt über den Rotfunk, den WDR und sagt, dass sie ganz schlecht berichtet haben über die Klimakaoten von Lützerath. Aber man muss wissen, seit 7 Jahren hat die CDU die politische Mehrheit in den Aufsichtsgremien des Kölner Rundfunks, des Rotfunks. Aber sie tun nichts, ne? Gleichzeitig beschimpft er aber die Demonstranten, die gegen den Corona-Missbrauch angeblich auf die Straße gingen, als Demokratiefeinde. Und dabei ist gerichtsverwertbar festgestellt, dass wirklich die Corona-Pandemie missbraucht wurde von Maßnahmen der Regierung. Merz verharmloste die Gewaltterroristen des Silvesters als kleine Paschas. Da wurde eine Lehrerin, haben Sie vielleicht auch gesehen, der Brennpunktschule Schöneberg, von Rot-Rot-Grün alleine gelassen, auch von der CDU. Aber dort in Schöneberg bricht jetzt die große Regenbogen-Koalition aus. Können wir uns schon darauf freuen. Die CDU hat immer skandiert, nie wieder Krieg. Ist jetzt der größte Unterstützer der Rüstungsindustrie. CSU Söder war eifrigster Regenbogendemonstrant in München im Stadion, als es gegen Ungarn ging. Vor dem islamischen Katar geht er lieber auf die Knie. 16 Jahre CDU müssen wir jahrzehntelang büßen. Darauf können wir uns schon einstellen. Merkel wurde beklatscht für offene Grenzen, AKW-Abschaltungen. Damals wollte Söder ja sogar zurücktreten, weil er das nicht macht. Völliges Versagen bei Energie- und Einwanderungspolitik. Beenden von Meinungs- und Wissenschaftsfreiheit. In der Corona-Frage, da wurden renommierte Kritiker rausgeschmissen. Der Höhepunkt war der hessische CDU-Ministerpräsident Rhein, der Reichsbürger als die größte Gefahr für unsere Demokratie benannte. Jetzt die SPD-Kritik an den herrschenden Verhältnissen wird vom wiederauferstandenen Mielke von Frau Faeser als Delegitimierung des Staates verfolgt. Pinocchio Scholz vergisst, dass er dem Chef der Warburg-Bank Herrn Olearius mal eben 42 Millionen Euro Steuergeld geschenkt hat. Scholz beim WEF, beim Welt Economic Forum, wir gehen nicht voran, aber gemeinsam mit anderen machen wir mit beim Krieg. Das heißt also, jeder Rechtsbruch wird legal, wenn ihn alle begehen. Ganz neue Logik. Aber nach Artikel 26 Absatz 1 Grundgesetz sind Waffenlieferungen in Kriegsgebiete in Deutschland verboten. Und dann wird noch die Lüge erzählt, wir wurden angegriffen.
Deutschland wurde nicht angegriffen. Das Einzige, was wir machen, wir verstoßen es gegen das Grundgesetz. Waffenlieferungen sind also, wie gesagt, verboten. Der einzige SPD-Lichtblick, den gibt es tatsächlich, das ist Klaus von Donani, den ich sehr schätze, der mich auch im Wahlkampf 1990 und 94 unterstützt hat, im Wahlkreis in Hellersdorf, Marzahn. Da ist Gysi angetreten und den Gysi hat er damals schon als Gesinnungslumpen bezeichnet, womit er recht hatte. Und Donani ist, hat dieses Buch geschrieben, Deutsche Interessen, und er hat jetzt in einem Vortrag, bei einem Vortrag auch deutlich gesagt, nur die Unternehmer werden Deutschland retten. Und so wird es auch sein. Also darauf hoffen wir. Die Grünen, die können wir ganz vergessen. Die haben noch plakatiert vor einem Jahr. Also kein Krieg, keine Waffenlieferung, nichts. Baerbock befindet sich im Krieg gegen Russland, hat sie neulich gerade erzählt. Ne? Und Habeck betreibt vorsätzlich Deindustrialisierung Deutschlands. Die FDP ist für mich die größte Enttäuschung. Nicht, dass ich die jemals gewählt hätte, aber immerhin. Ich habe immer noch geglaubt, was sie verheißen haben. Aber sie hat sich als Unrechtspartei einen übelriechenden Namen gemacht. Den Bürgern die Grundrechte entzogen. Denken wir nur an die Rüstungslobbyistin, die Panzermary, wie die auftritt und jetzt für Krieg trommelt. Es ist unglaublich. Nekrolog auf das letzte Jahr, kurz gefasst, nach Mascha Kaleko, ist eine russische, Entschuldigung, aber ich liebe russische Literatur, eine russische Dichterin. Und ihr nachempfunden habe ich Folgendes geschrieben. Es endete 2022, gedenket sein am Grabe, Verbote folgten auf Verbot, Lockdowns als Morgengabe. Wer Masken liebt, der kam auf seine Kosten und wer sich staatlich impfen ließ, behielt auch seine Posten. Das Konzept der Menschenrechte, wir denken mal dran, also Bassam Tibi kam nach Deutschland, das ist ein Islamwissenschaftler, und er hat gesagt, das Größte, das, was ihn am meisten hier fasziniert hat, war Demokratie und Rechtsstaat. Und er kann sich an einen Satz erinnern, den ihm Adorno, unter dem hat er noch gelernt, war er noch Student, der hat gesagt, der Westen ist eine Oase der Freiheit in einem Meer der Gewalt. Und da müssen wir jetzt fragen, was ist davon übrig geblieben? Ne? Der Historiker Tom Holland, ein britischer Historiker, sagt, dass das Konzept der Menschenrechte, das wir für selbstverständlich halten, ist aber nicht, auf das Christentum zurückgeht. Politisch und gesellschaftlich besteht der Auftrag der Christen darin, unter uns nehme ich an, werden auch Christen sein, der Auftrag besteht für Christen darin, für Menschenwürde zu kämpfen, die durch Gewalt, Euthanasie, Abtreibung, Todesstrafe, Armut, Prostitution, Pornografie, Transhumanismus, alles bedroht ist. Haben wir alles heute und bedroht uns. Jetzt müssen wir untersuchen, was haben wir denn hier? Haben wir noch die Demokratie, die uns hier Steinmeier immer plausibel macht, der sagt, also im demokratischsten und schönsten Land aller deutschen Länder jemals? Da gucken wir mal an, was heißt Totalitarismus. Wir, die wir den Kommunismus in Form des realen Sozialismus erlebt haben, wir aus dem Osten, wir sehen, dass im gesamten Westen Dinge geschehen, die an das erinnern, was wir hinter uns gelassen haben, was wir hofften, hinter uns gelassen zu haben. Aber wenn Diktaturverschonte das hören, ich weiß nicht, was sie sagen, scheint ihnen diese Behauptung übertrieben und unzulässig. Sie klammern sich an das wunderschöne Wort Demokratie, ohne dessen Inhalt zu hinterfragen. Was 75 Jahre galt, soll plötzlich nicht mehr stimmen. Die DDR trug das Wort demokratisch im Titel. War sie deshalb demokratisch? Man fragt, Totalitarismus heute? Wo sind die Gulags? Wo ist Geheimpolizei, staatliche Zensur? Aber es häufen sich gleichlautende Erfahrungen und Berichte und die Erkenntnis reift, dass die erfahrene Realität anders ist als die verlautbarte. Jeder kann beobachten, wie die liberale Demokratie ausgehöhlt und ihre Institutionen linkem Illiberalismus überlassen werden. Die neue Ideologie heißt Wokeness. Früher war es Klassenkampf bei uns. Ist besessen von Rasse, Geschlecht, radikalem kulturellem Egalitarismus. Es ist Marxismus, der sich in der Kultur ausdrückt und zunehmend in der Planwirtschaft. Sheldon Wolin, kann ich Ihnen nur empfehlen, ein amerikanischer Politikwissenschaftler, spricht vom umgekehrten Totalitarismus, der sich sozusagen reinschleicht in die Demokratie und sozusagen alles beiseite drängt, was an demokratischen Grundsätzen noch da war. Viktor Orban ist der Einzige, den ich hier im Osten sehe, der sich in Osteuropa sehe oder in Europa sehe, wehrt sich mutig dagegen, ungarische Kinder der Gender-Ideologie auszusetzen.
Orban setzt dagegen die Macht des Staates ein. Hannah Arendt, und das hat mich total entsetzt, beschreibt in Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft, was uns heute umtrieb. Sie beobachtete vor 100 Jahren vor allem die radikale Spaltung und Vereinzelung der Gesellschaft und den Verlust des Vertrauens in Institutionen. Das war mal unsere Hoffnung. Ja, wenn es die Institutionen des demokratischen Staates, die sind doch dafür verantwortlich, die bewahren doch Recht und rechtsstaatliche Formen. Aber sie sagte, nein, wenn der Verlust des Vertrauens da ist, dann wird es gefährlich. Denn Totalitarismus braucht keinen Einparteienstaat. Werden alle wichtigen Institutionen von einem intoleranten, antiliberalen, ideologischen Herrschaftsklan beherrscht, entsteht ebenfalls Totalitarismus. Als Gedankenverbrecher, Querdenker den Job zu verlieren, ist nicht so schlimm wie der Gulag in Sibirien, das ist richtig. Aber es kann schwerwiegend genug sein, um Angst davor einzuflößen, Abweichendes zu denken. Und das beobachten wir heute. Und das hat Hannah Arendt vor 100 Jahren schon festgestellt. Sie hat uns davor gewarnt und es, die Gefahr, dass es genauso schlimm wieder wird, haben wir heute. Ja, was ist es denn nun? Ist es eine Diktatur oder was? Nach dem weltweit gleichzeitig inszenierten Corona-Putsch schicken die wenigen Familien, die die USA besitzen, habe ich extra gesagt, und regieren, mit Unterstützung ihrer europäischen Vasallen und NATO-Truppen ihre Tötungsmaschinerie jetzt direkt in die Schlacht gegen das einstige Reich der Freiheit. Also das, was ich am Anfang berichtet habe, hier in Europa, im Reich der Demokratie und der Freiheit, dort wird jetzt Krieg inszeniert. Und dazu sage ich nur, das ist warum, um den erneuten Zusammenbruch von Großbanken zu vertuschen und das Großkapital ein weiteres Mal künstlich am Leben zu erhalten, vor allem die Rüstungsindustrie. Wer Panzer sät, wird Krieg ernten. Ich halte es mit dem Symbol der friedlichen Revolution, mit unserem Symbol Schwerter zu Pflugscharen. Ob Deutschland bereits wieder eine Diktatur ist oder eine Bundesrepublik lediglich ein zunehmend autoritärer Staat oder in eine Parteienoligarchie, das ist ein Ausdruck von Karl Jaspers, oder eine Ineptokratie umgewandelt wird, das bleibt täglicher persönlicher Erfahrung überlassen. Aber ich will Ihnen noch das Wort Ineptokratie noch erklären. Das ist interessant. Also Ineptokratie, das ist eine Herrschaftsform, worin die Unfähigsten von den Unproduktivsten gewählt werden, wobei die Mitglieder der Gesellschaft, die sie am wenigsten erhalten oder Erfolg haben, mit Gütern und Dienstleistungen belohnt werden, die aus konfisziertem Wohlstand einer schwindenden Anzahl der Werteschaffenden bezahlt werden. Ja, das haben Sie, wie gesagt, selber dann überlegen, was wir nun sind. Jetzt suchen wir erstmal den Rechtsstaat. Kennzeichen einer Diktatur sind intransparente Verwaltungsakte, widersprüchliches Handeln staatlicher Organe, um die Bürger bewusst zu verwirren, weil diese ganzen Maßnahmen, die waren ja unterschiedlich in den einzelnen Ländern. Sie waren unterschiedlich in einzelnen Bundesländern, je nach, ob sie SPD-Herrschaft oder CDU-Herrschaft hatten. Jetzt merken wir es mit der Maskenpflicht. In manchen ist sie aufgehoben, bei uns noch nicht. Da sehen wir, wer die schärfsten Formen verfolgt. Und es herrscht Willkür. Und das war immer das Typische für die DDR. Diese Willkürherrschaft, man konnte sich an kein Recht, an kein Gesetz halten. Nicht mal Rechtsanwälte hatten eine Möglichkeit, sich danach zu halten. Sie waren dann, ich weiß es von der Verhandlung gegen meinen Bruder, der aus politischen Gründen verurteilt wurde. Und dann fragte mein Bruder, was wollen Sie denn hier? Der kam jetzt zur Verhandlung und vorher hat er ihn gar nicht gesehen. Sie wissen noch gar nicht, wie Sie mich verteidigen können. Och, sagte der, das steht schon alles fest. Das ist so sozusagen, ich bin so ein Pflichtverteidiger. Ne? Also Willkür und Recht spielte überhaupt keine Rolle. Jetzt gucken wir mal nach. Ist denn Deutschland nun ein Rechtsstaat? Da erinnere ich an die Forderung des Europarats aus dem Jahr 2009, die Bundesrepublik endlich zu einer vollgültigen Demokratie mit echter Gewaltenteilung zu gestalten. Hintergrund war die Geschichte, dass die Justizminister der Staatsanwaltschaft Weisungen geben. Begründung, 2009 haben die das schon gefordert. Das ist bis heute nicht umgesetzt. Und zwar die Unabhängigkeit der Justiz stellt die oberste Verteidigungslinie gegenüber politischer Beeinflussung dar.
andere Staaten, die auch 2009 angezählt worden sind durch den Europarat, die haben diese Demokratiemängel längst abgestellt, die deutsche Bundesrepublik bis heute nicht. Kritik am Rechtssystem hat auch ein Hamburger Rechtsanwalt, der war Ex-Bürgermeister, also der Peter Schulz, hat die auch geübt und hat geschrieben, dass eigentlich eine Begrenzung der Rechtsmittelflut stattfinden müsste. Bis heute auch nicht, ne? Er sagt, er spricht von der deutschen Obrigkeitsweltspitze. Oder das Dritte, und zwar hat der EuGH in einem Urteil im 2019 entschieden, dass Deutschland keine europäischen Haftbefehle ausstellen darf, da die deutsche Justiz nicht unabhängig von der Exekutive ist. Ne? Das muss man sich mal vorstellen. So. Da kann ich nur mit Kurt Tucholsky Folgendes sagen. Wir kehren langsam zur Natur zurück. Man darf schon wieder Feste kommandieren, wenn man Beamter ist. Der Untertan darf stramm stehen und parieren, weil er ein Deutscher ist. Das hat er 1922 geschrieben. So, wie sieht es mit der Freiheit aus? Wir gingen ja 89 für Freiheit und Rechtsstaat auf die Straße. Da gibt es ja jetzt eine ganz frische Umfrage. Und zwar im November und Dezember, da sind hat das Allensbacher Institut die Deutschen gefragt, ob sie sich denn frei fühlen oder nicht frei fühlen. Und die Mehrheit fühlt sich nicht frei, erstaunlicherweise. Im Osten sind es mehr, im Westen weniger, kennen wir ja, ne? die Meinungsfreiheit vermissen. Das ist das Ergebnis der Befragung. Und passt denn das zusammen? Weil doch die Bundesrepublik der freiste Staat ist, der je auf deutschem Boden existierte. So jedenfalls Steinmeier in seinen vielfachen Reden dort. Ne? Chef-Weltredakteurin Anna Schneider hat gesagt, jeder Mensch kann alles sagen, aber er geht das Risiko ein, den sozialen Tod zu sterben. Die Freiheit der Person ist unverletzlich. Statt bei Meinungsdifferenzen auf Diskurs, auf Diskussion, auf Auseinandersetzung zu setzen, wurden Positionen Andersdenkender diffamiert. Ihnen wurde unterstellt, auf Seiten von Menschenfeinden und Querdenkern zu stehen. Kenne ich alles aus der DDR. Damals war ich feindlich negativer Konterrevolutionär, steht in meiner Stasi-Akte, und subversives Element. Das hat dann eine junge Frau, der ich das erzählt habe, dazu veranlasst, auf ihr T-Shirt jetzt zu schreiben, subversives Element. Naja, also muss ja eine Parallele zu sehen sein. Okay. Journalisten übten sich als Inquisitoren, einige erfanden die Tyrannei der Ungeimpften. Da war alles noch da. Man kann sich das Buch kaufen, ne? Das jetzt mal diese ganzen Lügen und Verunglimpfungen von Impfkritikern zusammengestellt hat. Ziel der Kommunikation war die Verhaltenssteuerung der Bevölkerung. Propaganda und Pathos dominierten und dominieren die öffentlichen Medien. Wissenschaftsfreiheit ist in der Bundesrepublik nicht mehr gewährleistet. Das Beispiel ist Hans-Georg Maaßen. Dem wurde jetzt vom Beck Verlag gekündigt, weil er die Asylgesetzgebung kommentiert hat. Also nur Kommentator des Asylgesetzes zu sein, was er selbst als Verfassungsschutzpräsident ja auch verwalten musste. Und er selber hat auch eine Doktorarbeit dazu geschrieben. Aber jetzt, weil es einigen nicht passt, darf er dort in dem Verlag nicht mehr veröffentlichen, weil die anderen Autoren haben gedroht, dann den Verlag zu verlassen. Und dann hat der Verlag ihn gebeten, das zu tun. Das hat er auch getan. Und daraufhin sagt er, keine Wissenschaftsfreiheit heißt auch keine Meinungsfreiheit mehr. So. In der staatlichen Pandemiebekämpfung herrschte Zwang statt Freiwilligkeit. Wir wissen es alle noch, das überspringe ich jetzt. Jetzt komme ich zu den Medien. Der Matthias Döpfner hat sie gebührenfinanzierten Staatsfunk genannt. Das mache ich jetzt auch immer. Immer in Klammern dahinter Matthias Döpfner. Immerhin ist er ja Herausgeber hier von großer Herausgeber. Der wird ja wissen, dass es stimmt. Kurt Tucholsky hat auch mal geschrieben, der geschickte Journalist hat eine Waffe, das Totschweigen. Und von dieser Waffe macht er oft genug Gebrauch. Das passiert hier, aber es passieren natürlich auch Verunglimpfung, Propaganda und so weiter. Denken wir dran, die ARD hat, denke ich an einen Kommentar von einem Michael Stempfle, der hat gefordert, dass es keine Lohnfortzahlung gibt, wenn eine nicht geimpfte Person in Quarantäne muss.
Oder im ZDF beschimpfte Sarah Bosetti Menschen als Blinddarm unserer Gesellschaft, die sich nicht impfen lassen. Also wenn man das hört, dann kann man nur sagen, das ist Entmenschlichung durch heutige aktuelle Kamera und schwarzen Kanal. Ich kann die nicht mehr anders benennen. Arnold Fahrts wurde auch dazu gefragt, Julian Reichert hatte ihn gefragt und auch Fahrts, ich sehe es schon lange so, hat sich jetzt endlich mal geäußert und hat gesagt, ja, die Sender sind nicht reformfähig, sie sind hauptverantwortlich für diese Fehlentwicklung in der Gesellschaft, die führt zu strukturellem Opportunismus in Politik und Justiz und die sind nicht korrigierbar. Erstens zählt die CDU zu den Hauptverursachern der Situation, hat er recht, und die CDU vermied es auch in den Gremien für Ausgewogenheit zu sorgen. So ist es, hätten sie ja machen können im Rotfunk, hier im WDR. Zweitens zog die CDU mit ihren Positionen generell nach links. Und drittens, man trennt sich heute nicht von den ganzen Merkelianern und von den Positionen. Ne? Das ist das Riesenproblem. Deutschland hat nur eine Zukunft, wenn ARD und ZDF in dieser Form aufhören. Ich sage nicht öffentlich-rechtlicher Rundfunk, denn das ist dann nicht mehr. Ich sage ARD und ZDF und alle wissen Bescheid. Oder aktuelle Kamera und schwarzer Kanal. Anders kann ich das nicht mehr bezeichnen. Und deshalb fordere ich auch dazu auf, nicht nur ich kann auch, wir machen es auch seit Jahren, deshalb keine GEZ-Zahlung mehr. Eine Reform ist nur möglich mit Programmverschlüsselung. Es kann doch jeder sehen, wer will, lässt es verschlüsselt, bezahlt dann das, was die bringen. Naja, viel Vergnügen kann ich dazu nur sagen. Ne? Also ich möchte die nicht freiwillig finanzieren. Es muss eine Umkehr der Machtverhältnisse stattfinden, denn diese Leute, die dort sitzen, die haben gesicherte Einnahmen. Sie verteidigen feudale Besitzstände. Sie haben beamtengleiche, unkündbare Verhältnisse. Sie senden an den Zuschauern vorbei und erklären sie gleichzeitig noch zum Feind, die Zuschauer. Und stellen sich nicht im Wettbewerb. Also es ist unglaublich. Corona-Debatte. Da wurde uns ja immer eingeflößt oder erzählt, Lauterbach und andere, sie folgten der Wissenschaft. Das stimmt nicht. Lauterbach übernahm die Rolle des Alarmministers. Der Trick, um behaupten zu können, man folge der Wissenschaft, war simpel. Die Politik reduzierte die Wissenschaft auf diejenigen Wissenschaftler, die ihr für diese Mobilmachung gegen das Virus brauchbar erschienen. Also es gab keine Ergebnisoffenheit der Politik, die der Wissenschaft folgt. Da konnte keine Rede von sein. Jetzt hat aber der Psychologe Philipp Tetlock hat gezeigt, welch gravierende Nachteile dieser Tunnelblick-Expertisen unterliegen. Und zwar hat er gesagt, bessere Prognosen kann man untersuchen, man kann sich das ja ansehen, liefern Experten, die von allem etwas wissen, verglichen mit Experten, die von einem fast alles wissen. Tetlock bewies, dass Tunnelblick-Expertisen oft in Sackgassen führen. Solche Experten sind zumeist zu selbstgewiss und verstärkt wird diese Selbstüberschätzung noch durch den Effekt der Selbstbestätigung. Man sagt also, nö, dieser Kritiker, das hat alles keinen Sinn. Und so kam es ja auch bei uns und das sehen wir ja jetzt. Jetzt steigt auf einmal Wieler aus, ne, und sagt, es muss aufgearbeitet werden. Wieso? Ja, er hat doch selber gesagt, wir sollen nichts hinterfragen. Können sich doch noch alle dran erinnern. Ja, nichts und niemals hinterfragen, richtig. Zur Maskenpflicht. Masken sind oder waren eines der wichtigsten Mittel, um die Bevölkerung permanent an eine angebliche Bedrohung zu erinnern. Wir müssen immer noch in Berlin Masken tragen. Die Bayern gucken uns schon blöde an. Bis jetzt haben wir das immer, war das umgekehrt. Aber das ist unglaublich. Masken, man kann sich nur freuen, wenn man im Bus sieht. Wir fahren ja grundsätzlich nur Bahn oder Bus. Wir haben kein Auto. Wenn man sieht, dass es immer mehr werden, die jetzt so nach und nach die Masken fallen lassen. Das ist eine gute Entwicklung und ich hoffe, sie bleibt. Und lassen sich nicht wieder verblöden. Bei der Impfdebatte ist was interessant, da hatte schon Hermann Lübbes, ein Philosoph, der hat schon gewarnt vor, wenn politische Positionen moralisch überhöht werden. Er nannte das dann den Triumph der Gesinnung über die Urteilskraft. Und jetzt in dieser ganzen Impfdebatte 2022 herrschte nun die Vorgabe, dass Freiheit Einsicht in die Notwendigkeit bedeute. Also das ist ein ganz alter Satz von Hegel, aber den hat Lauterbach natürlich auch wieder missverstanden, darum ging es da gar nicht. Ne? Eine moralisch höhere Sache gebot es, Grundrechte außer Kraft zu setzen, wenn sie moralisch höheren Zielen kollidieren. Das war bei uns in der DDR auch so, das hieß dann ein bisschen anders. Das hieß, wer nicht für uns ist, ist gegen uns
Und wer gegen uns ist, ist gegen den Weltfrieden. Also so einfach ist das. Ne? Und damit kann man dann alles begründen. Und ich kann mich erinnern, ich habe mal den Fehler gemacht als Schülerin, Staatsbürgerkundeunterricht. Und der Staatsbürgerkundelehrer erzählte was und dann meldete ich mich zaghaft und fragte, meine kleine Rache war immer Fragen zu stellen, kritische Fragen zu stellen. Und dann fragte ich aber, ja, mein Vater, der hat aber irgendwas ganz anderes erzählt und habe ich eine unerklärliche Sache berichtet und habe gesagt, das stimmt aber mit dem, was Sie uns eben berichtet haben, nicht überein. Ja, hat er gesagt, naja, das ist so. Wir beschäftigen uns hier nur mit dem Grundlegenden des Kommunismus, Sozialismus. Mit Einzelerscheinungen beschäftigen wir uns nicht. Das war die Antwort, die ich dann als Schülerin bekam von meinem Staatsbürgerkunde. Also nichts hinterfragen, ne, wie Herr Wieler. So, das war die Impfdebatte. Hauptsache, man hatte die richtige Gesinnung. Dann war alles richtig und Hauptsache, man hinterfragte nicht. Edward Snowden hat gesagt, wenn das Aufdecken von Verbrechen wie ein Verbrechen behandelt wird, dann werden wir von Verbrechern regiert. Denken wir mal an den Ethikrat und Spahn. Jetzt fangen Sie an, Frau Büchs und Herr Spahn, uns aufzufordern, wir müssen uns gegenseitig vergeben. Wieso? Was müssen die mir denn vergeben? Oder Ihnen? Was müssen die mir denn vergeben? Ich habe mich doch korrekt verhalten. Ich habe auf mein Immunsystem geachtet. Ich habe mich nicht impfen lassen. Muss ich denen das vergeben, dass ich mich selber bemüht habe? Ist unglaublich. Und jetzt machen Sie Folgendes. Sie haben jetzt ein Hinweisgebergesetz rausgebracht. Es ist ganz gefährlich. Und zwar bringe ich das deshalb, weil verschiedene Gesetze sind schlimm. Aber dieses ist besonders schlimm, weil das ist ein richtiges Denunziantengesetz. Und ausgerechnet der Minister einer Partei, die sich liberal nennt, verkündet es stolz. Also ja, unser Buschmann da. Das Hinweisgeberschutzgesetz wird auch als Stasi-Gesetz bezeichnet. Es hebt nämlich die berufliche Verschwiegenheitspflicht auf. Ja? Der Rechtsanwalt Neuhof warnt, kaum wirklich thematisiert, kippt das Hinweisgeberschutzgesetz eine tragende Säule des Rechtsstaats, nämlich die berufliche Verschwiegenheitspflicht. Das heißt, wenn Sie künftig Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Sozialarbeiter, Sozialpädagogen, Berufspsychologen, Ehe, Familie, Jugend, Erziehungs- oder Suchtberater aufsuchen, müssen Sie Angst haben, dass etwaige Gesetzesverstöße gemeldet werden. Das, was Ihnen verboten war und das mit Strafe belegt war. Das ist unglaublich und das erinnert an die DDR, also mich total. Also da sind wir ja auch nicht zu Psychologen oder was gegangen. Wir haben uns lieber selber geholfen untereinander, weil wir denen nicht getraut haben, weil wir nicht wussten, was sie dann weitermelden, weil auch Psychologiestudenten waren ja vielfach handverlesen und nicht jeder durfte das machen. Darüber hat Jürgen Fuchs dann auch geschrieben, auch nach seiner Haft. Mehr, und was bewirkt das in der Gesellschaft? Mehr als 200.000 Leistungsträger wandern jährlich aus. In Deutschland werden zum Beispiel Flüchtlinge mit oder ohne Asylrecht in gleicher Weise versorgt. Das Außenministerium hat für 62 Millionen Euro Tausende Afghanen einfliegen lassen und mit 2 Millionen jährlich werden Schleuserorganisationen auf dem Mittelmeer bezahlt. Und das machen die Leute, die hier auswandern, nicht mehr mit. So einfach ist das. Dann der Einfluss der sogenannten NGOs, der Nichtregierungsorganisationen. Ich will mal da mit einem Legende aufräumen. Die verfolgen eine politische Agenda. Sie sind jenseits von Demokratie, Recht und Wahlen. Sie vertreten nur ihre Interessen. In manchen Ländern dürfen NGOs nicht fremdfinanziert werden, weil fremde Geldgeber oder Stiftungen wie Soros über viel Geld Einfluss verfügen, sodass nationale Politik nicht mehr möglich ist. NGOs vertreten keine nationalen Interessen, sind keine Zivilgesellschaft. Sie empfinden sich als Weltgewissen, kann ich mich auch empfinden. Ja? Fremdfinanzierte Klimaterroristen, dürfte sich Deutschland nicht leisten, aber Deutschland leistet sich das. Dann haben wir Ermittlungen der EU-Staatsanwaltschaft gegen von der Leyen. Sie wissen das, 1,8 Milliarden Impfdosen festgestellt. Das hat sie alles mit Burla, mit dem Chef von Pfizer ausgehandelt. Wer dieses Video noch nicht gesehen hat, sollte sich das angucken, wie Burla auf der Straße von zwei Journalisten verfolgt wird in Davos und ihm Fragen stellen und er nicht eine einzige beantwortet und mit Nichtachtung und Arroganz dann weiterläuft. Als hätte er da nichts zu befürchten. Ne? Das ist unvorstellbar.
Hüttemann, Vorstandsmitglied bei Transparency International, fordert nach diesem Kylie-Skandal, Sie wissen, stellvertretende Kommissarin, die man dort auf frischer Tat ertappte, sonst kommt es ja nie raus, ne? Und deshalb ja, also gegen die ermittelt wird, wegen Veruntreuung von Geldern. Der fordert jetzt nach diesem Skandal strikte Kontrollen. Was heißt hier fordern? Das muss gemacht werden. Mit Forderungen wird ja nichts. Lauterbach sagt, wir benötigen. Ach, jetzt kommt der Klimawandel. Das ist der nächste Schock, den wir alle kriegen sollen. Ne? Also müssen sich mal die Fakten dann ansehen. Also die Zahl der Eisbären hat sich unglaublich vermehrt. In der Antarktis steigt die Dicke des Eises massiv. Also das muss man sich ansehen. Wenn man sich die Daten, die weltweit zu finden sind, zum Klimawandel ansieht, dann sind die total im Widerspruch zu dem, was uns ja täglich verkündet wird. Ich bin jetzt keine Meteorologin. Ich kann das jetzt nicht. Ich kann nur das vortragen, was ich also dann aus den veröffentlichten Mitteilungen weiß. Aber also den Klimawandel in der Form und die Erde. Ach, vor allem die erdgemachte Erderwärmung wünschte ich mir jetzt. Mir ist das jetzt viel zu kalt hier draußen. Ne? Aber ist ja nicht. Also was man sich wünscht, kriegt bei dir nicht. Ne? Also, aber Lauterbach sagt, und das ist beängstigend, wir benötigen Maßnahmen zur Bewältigung des Klimawandels, die analog zu den Einschränkungen der persönlichen Freiheit in der Pandemiebekämpfung sind. Das genau fordert er. Ne? Und da hat Nigel Calder hat mal vor Jahren geschrieben, das ist ein, ich weiß gar nicht, was er ist, und der hat geschrieben, alle Parteien der Industriestaaten, ob rechts oder links, werden die CO2-Erderwärmungstheorie übernehmen. Das ist die einmalige Chance, die Luft zum Atmen zu besteuern. Weil sie damit angeblich die Welt vor dem Hitzetod bewahren, erhalten Politiker dafür noch Beifall. Keine Partei wird dieser Versuchung widerstehen. Und er hat recht gehabt. Roger Pielke, das ist ein, ich weiß nicht, ob er richtig ausgesprochen wird, ist ein Amerikaner, beschäftigt sich mit Katastrophenkosten auch. Ne? Und er schreibt, Guterres Behauptung, die Zahl der Katastrophen sei um 500% gestiegen, ist eine reine Fehlinformation. Es gibt keine Anzeichen für dramatische Beschleunigung der Katastrophenschäden im Verhältnis zum globalen BIP, die im Sternbericht vor mehr als 15 Jahren prognostiziert wurden. Ne? Club of Rome, senken sie Stern und so weiter. Die erzählten dann immer also ganz schlimme Prognosen, was alles passiert. Nichts davon stimmt. Er sagt, wenn von Milliarden-Dollar-Katastrophen und Zusammenhang mit dem Klimawandel gesprochen wird, sollte man an ein Wort denken, Desinformation. Also merken Sie sich das, gucken Sie sich lieber Fakten an. Bei Telegram gibt es etliche Journalisten. Ich folge immer hier Henning Rosenbusch, der die Statistiken auch wahrheitsgemäß bringt. Dann kann man selber nachvollziehen, was stimmt an dem, was sie bringen. Jetzt kommen wir zur Außenpolitik, streife ich nur kurz, aber kann man jetzt nicht auslassen, ist ja klar. Beteiligte an den Verhandlungen Minsk, denken wir nur daran, war Putin, war Merkel, war Hollande und Poroschenko, also die Ukraine-Linie. Ne? Und die haben nie etwas unternommen, um die Ukraine zu zwingen, das Abkommen einzuhalten. Poroschenko wollte das selber nicht. Ne? Und jetzt hat ja Merkel es auch im Interview in der Zeit zugegeben, sie wollten das Abkommen nicht einhalten. Das heißt, sie haben das Beschießen von Donbass und Lugansk, also der Russen, die dort leben, also ganz bewusst vorangetrieben. Und sie wollten einfach nur Zeit gewinnen, um die Ukraine auszurüsten. Und das ist darunter verstehe ich keine Friedensverhandlungen. Interessant ist ein Interview, das ich gelesen habe mit Emmanuel Todt in der Schweizer Weltwoche. Und er schreibt, Putins Angriff war eine defensive Invasion. Er hatte die Reaktion angekündigt und mit Krieg gedroht. Als Russland kommunistisch war, verbreitete es Angst und Schrecken. Haben wir selber erlebt in der DDR. Es war atheistisch und imperialistisch. Heute steht Russland für eine konservative Weltsicht und verteidigt die Souveränität der Völker und Nationen, die alle ein Recht auf Existenz haben. Und jetzt schreibt er noch was ganz Wichtiges. Deutschland leidet, jedenfalls Westdeutschland, leidet am Trauma des Verrats durch den beschützenden Freund, der 45 auch Befreier war. Waren sie für uns ja nicht. Deutschlands Tragödie besteht darin, zu glauben, von den USA beschützt zu werden. Ja. Also wie gesagt, kann Ihnen das nur empfehlen, Todt. Das war einer der fünf Artikel, die man kostenlos runterladen konnte.
bei der Schweizer Weltwoche, aber das fand ich hervorragend. Zu Forschung und Wissenschaft. Wenn man bedenkt, erste Universitäten wurden ja gegründet, weil die Kirchenpolitik in vergangenen Jahrhunderten ja so dogmatisch war und man sich nicht frei äußern konnte, keinen freien Disput führen konnte, weil das war ja alles dann angeblich gegen die Bibel gerichtet. So. Und heute ist es so, weil freie Diskussionen in Universitäten nicht mehr möglich sind, hat sich das Netzwerk Wissenschaftsfreiheit gegründet. Und da gab es ein Interview mit der Historikerin Sandra Kostner. Und die hat eben beschrieben, dass es in den letzten 10 Jahren vermehrt Agenda-Wissenschaftler gibt. Das sind die, die in Forschung, die Forschung und Lehre als Mittel sehen, um ihre Weltanschauung zu verwirklichen und die Gesellschaft ihrem Weltbild gemäß zu gestalten. Man findet Agenda-Wissenschaftler besonders in Disziplinen mit Ideologieanfälligkeit. Also das heißt Sozialwissenschaften, Geisteswissenschaften. Ein ganz besonderes Thema, als Biologin, ich bin fassungslos, ein Thema ist die Frage über das Geschlecht. Biologen werden inzwischen stark angefeindet, wenn sie sagen, es sei biologisch nachgewiesen, dass es 2 Geschlechter gibt. Sogar unsere Biologie-Nobelpreisträgerin, Vollhardt Nüsslein hat das ja auch bestätigt und wird jetzt angegriffen. Das muss man sich mal vorstellen. Hat dafür als Genetikerin hat sie also auch einen Nobelpreis bekommen für Biologie. Also wenn man sagt, Männer haben also ein XY-Chromosom, Frauen 2X-Chromosom, dann gilt das schon als also fatal und das darf man nicht sagen. Ketzerei. Ja, als Ketzerei, danke. Es gibt natürlich intersexuelle Menschen, das ist aber sehr selten. Das passt denen aber nicht, die sagen, jeder kann sich wählen, wie er will. Und damit stellt die Biologie einen Angriff auf die Ideologie dar. Das ist so verrückt und so verblödet, muss man mal sein. Ne? Und dann hat sie auch berichtet. Und dann hat sie auch, wissen Sie, also dafür ist es mir recht, dafür werde ich dann auch als Rechte oder sonst was gescholten, das ist mir dann auch egal. Aber also die Wahrheit also völlig auszuschalten und dann sich also irgendeiner Ideologie anzuschließen, das kann ich kann es nicht mehr. Die Kommunisten haben mir ideologisches Denken völlig ausgetrieben. So, und da geht es eben nicht mehr. Also... Und dann stellte Frau Kostner, die ist ja Historikerin da in ihrem Wissenschaftsnetzwerk, die hat erzählt, dann gab es eine Diskussion zu Kopftuch und da hatten sie einen Referenten eingeladen und der hat dann die Entwicklung des Kopftuchs geschildert, von Mohammed bis heute. Und dann hat er einen Satz gesagt, wenn eine erwachsene Frau freiwillig das Kopftuch trägt, muss man das akzeptieren. Sie soll sich aber immer bewusst sein, dass sie damit auch das Patriarchat auf der Schulter trägt. Ich finde das bei Lehrerinnen aufgrund staatlicher Neutralität nicht akzeptabel. Daraufhin stand, also nicht ich, sondern der Referent. Also daraufhin stand dann eine Studentin auf, es war eine hochschulöffentliche Veranstaltung, die eine Kopftuchtragende. 4 Wochen später kam sie zu ihr und hat gesagt, so, sie hat jetzt gegen den Referenten eine Strafanzeige wegen Volksverhetzung gestellt. Und zwar will sie verhindern, dass noch mal jemand dort in der Universität was gegen das Kopftuch sagt. So, wie in der DDR, da durften sie auch nicht sagen, gibt so einen schönen Witz. Stehen 2 Leute auf dem Alexanderplatz, ein Wessi und ein Ossi noch vor 89. Und da sagt der Westdeutsche, ach, bei uns herrscht ja Meinungsfreiheit. Also ich kann mich hier auf dem Alexanderplatz stellen und sagen, Helmut Kohl ist ein Idiot. Och, sagt der Ossi, das kann ich auch. Ich kann mich auch hier hinstellen und sagen, Helmut Kohl ist ein Idiot. Ah ja, wirklich, also man glaubt, es ist nur noch absurd alles. Ne? Dann die unkontrollierte Masseneinwanderung. Joschka Fischer hat das schon vor Jahren gesagt. Er hat gesagt, erst holen wir Ausländer ins Land, dann geben wir ihnen Bürger- und Wahlrecht und dann haben wir solide Mehrheiten. Die SPD hat es ähnlich gesagt. Die hat gesagt, weiß ich noch, Eppler, das habe ich mir aufgehoben. Eppler hat gesagt, erst linke Mehrheiten, dann linke Regierung. Und so sind sie in den letzten 30 Jahren vorangegangen. Die Hauptursache für die Zustände, also dieser Silvesterterror, ist die unkontrollierte Einwanderung der letzten Jahrzehnte. Das sagen auch Leute wie Ahmad Mansour oder Hamed Abdel Samad. Das sind eben bestimmt Begriffe. Ne? Selber Moslems, aber
Leute, die also das Denken noch nicht verlernt haben. Anders sieht es bei den russischen und asiatischen Einwanderern. Warum wird denn darüber nichts gesagt? Ne? Das Berlin-Institut für Bevölkerungsentwicklung von Rainer Klingholz hat das bereits 2010 bestätigt. Die haben eine Umfrage, also die haben wirklich eine Untersuchung gemacht unter den verschiedenen Ethnien, die bei uns leben. Vietnamesen, Russen, Deutsche, Moslems, und haben festgestellt, dass also die größte Integrationsleistung die Vietnamesen und die Russen bei uns vollziehen, und gar keine Integrationsleistung hat er festgestellt bei Moslems. Ist er angegriffen worden? Aber da er seine Zahlen hatte, konnten sie nichts machen. Ne? In Berlin ist das ja nicht gewollt. Buschkowski hat das ja aufgegriffen. Er hat ja geschrieben, Neukölln ist überall. Er hat mit Kirsten Heisig, mit der Jugendanwältin, hat er auf diese Probleme hingewiesen. Sie haben auch ein paar Dinge durchgesetzt. Ist aber alles vergessen. In Neukölln können sie vergessen. Steht dann der Hickel da in der Abendschau, habe ich gesehen. Der Bürgermeister von Nöcke, ja, sie sind unterfinanziert. Das ist nur die Antwort darauf, auf diese massive Desintegration. Und es ist denen nicht peinlich. Die können das nicht anders. Ne? Haben Sie gesagt? Wie bitte? Berlin-Institut, Rainer Klingholz. Berlin-Institut, müssen wir mal nachgucken. Ich habe nicht mehr den ganzen Namen, es ist ein voller Name. Die haben das 2010, das habe ich mir extra rausgezogen alles und habe dann gesagt, Mensch, und dann haben sie ja, das war im gleichen Jahr, als Sarrazin sein Buch rausgebracht, Deutschland schafft sich ab. Da konnte man das alles nachlesen. Sarrazin haben sie dann angegriffen und diese Studie verfiel dann völlig unter den Tisch. Ne, da ist das alles schon belegt gewesen. Unglaublich. Und es ging ja nicht nur, dass sie diese ganze Integrationsleistung der Moslems, das muss man natürlich deutlich sagen, unterschlagen dauernd, weil sie die ja als Wähler brauchen, sieht es eben anders aus bei Asiaten, bei Russen und anderen. Italiener sowieso, haben sie auch untersucht, ist ja ganz klar. Da gibt es überhaupt keine Probleme, gleiche Kulturkreis. Ne? Aber es ist ja auch die Rechtsstaatlichkeit abhanden gekommen. Ne? Artikel 16.2. Ich selber habe als Abgeordnete damals massive Kämpfe in der SPD gehabt, weil ich dem Asylkompromiss zugestimmt habe. Das war damals ja auch eine Mehrheitsentscheidung. Und zwar ging es darum, den Artikel 16 zu ändern mit einem zusätzlichen Absatz 2, wo drin steht, also Asylrecht hat nicht, wer durch einen sicheren Drittstaat kommt. Das heißt, also 99% dürften rechtsstaatlicherweise überhaupt nicht hier in Deutschland Asyl bekommen. Und sie bekommen es ja auch nicht. Ich glaube, über 300.000 sind abschiebepflichtig, aber es passiert ja nicht, weil sie ja wollen denen ja allen, die wollen die jetzt alle dulden und ihnen dann die Staatsbürgerschaft schenken. Ne? Nach 5 Jahren sollen sie das alle automatisch bekommen. So. Ja, natürlich ist das Skandal. Also die Rechtsstaatlichkeit ist weg. Und im Sommer, vor einem halben Jahr, verfügte der Berliner Senat bei Tatverdächtigen, weil wir hohe Kriminalitätsrate unter ihnen haben, unter 21 Jahren, den Migrationshintergrund nicht mehr zu nennen. Ne? Machen die also so frei nach Schnauze. Hier rechts spielt ja keine Rolle mehr, Statistik auch nicht. Das sind jetzt alles Deutsche, das haben wir ja gesehen mit Silvester. Das waren alles Deutsche. Und dann stellte sich raus, nee, waren es doch nicht. Und dann waren 3 und dann wollten sie noch die Vornamen wissen und das durften sie dann auch nicht aussagen. Das so. Sind jetzt Westasiaten. Genau, das sind Westasiaten, hatte ich mir auch aufgeschrieben. Ja, das sind Westasiaten, richtig. Es ist unvorstellbar. Und Multikulti soll jetzt also unsere vorherrschende Kultur sein. Der Verlust der Wehrhaftigkeit der Bürger. Und wenn sich Migranten nicht an deutsche Regeln und Verhaltensweisen halten, weil wir das nicht von ihnen fordern, braucht man sich nicht zu wundern. In Dänemark müssen jeder einen Vertrag unterschreiben, dass sie die Sprache lernen, dass sie arbeiten müssen und so weiter. Das wird jeder, und der Vertrag wird dauernd kontrolliert. Hier passiert nichts. Nichts. Gar nichts. Unvorstellbar, was hier abläuft. Und das mit einer Politikkaste, das Wort Verantwortung und was dahinter steht, überhaupt nicht kennen. Problemursache sind aber die Politiker dieser Parteien, die gegen die eigene Tradition und gegen das eigene Volk wirken. Und das sagte schon Schiller im Wallenstein, das ist der Fluch der bösen Tat, dass sie fortzeugend immer Böses muss gewähren. Also es wird nicht besser, es wird leider immer noch schlimmer. Es gibt ein paar Einzelne, wie hier zum Beispiel der Bautzener CDU-Landrat Udo Witschers,
Der hat gesagt, das geht nicht, wir können nicht so viel aufnehmen. Ich will auch nicht die Schulen damit belasten, weil unsere Kinder sollen Vereinssport machen können. Nicht wieder wie vor Jahren, dass alles geschlossen war. Und ich will auch nicht, dass sie in Mehrfamilienhäuser ziehen und dann die ganze Kultur unserer Bürger dort durcheinander bringen. Hat er ganz deutlich gesagt. Und erstaunlicherweise hat ihm Kretschmer sogar unterstützt. Der dort ist Ministerpräsident, aber wahrscheinlich deshalb, weil sie jetzt in der Opposition sind bundesweit. Da dürfen sie sich dann mal ein paar Eigenheiten erlauben. So. Breite Ablehnung bei der offenen Migration ist in der Bevölkerung zu finden. Da hat YouGov, das ist ein Forschungsinstitut, gefragt. Und auch INSA, die haben festgestellt, 2/3 der Probanden, 69%, sind besorgt über die steigenden Asylbewerberzahlen. Nur jeder 6. meint, dass Deutschland von der Einwanderung profitiere. Ne? Und jetzt fordern die Grünen, damit das also noch mehr verschwimmelt, dass die Clan-Kriminalität als Konzept des Racial Profiling ersatzlos gestrichen werden soll. Die alleinige Fokussierung auf sogenannte Clan-Kriminalität sei kritisch. Der Anteil dieses Phänomens sei sehr gering. Das wissen wir. Ne? Das haben wir jetzt bei dem Raub in Dresden, bei den Prozessen wegen des Raubs in Dresden ja gesehen. Ne? Und mit welcher Brutalität die auch versucht haben, die Edelsteine dort rauszuwürgen. Ne? Die haben es ja nur dem Staatsanwalt übergeben, die restlichen Stücke des geraubten Dresdner Schatzes, weil sie es nicht verkaufen konnten. Ne? So einfach ist das. Und dann kriegen sie dann auch noch Haftverschonung oder irgend sowas. Ich will noch mal auf die Kairoer Erklärung der Menschenrechte eingehen. Die wurde am 5. August 1990 von damals 45 Außenministern islamischer Staaten unterzeichnet. Sie stellt alle Menschenrechte unter den Vorbehalt der Scharia, also der radikal religiösen Gerichtsbarkeit im Islam. Die allgemeine Erklärung der Menschenrechte von uns, von 1948, und die Kairoer Erklärung von 1990 widersprechen sich direkt. Anerkennung der angeborenen Würde und gleicher unveräußerlicher Rechte aller Menschen bilden die Grundlage von Freiheit und Gerechtigkeit. Und gleichzeitig fragt man sich doch, wenn die alle so tolle Menschenrechtserklärungen haben, auch die islamischen Staaten, warum ist denn dort kein einziger Flüchtling? Die Frage wird nicht gestellt. Warum sollen die alle nach Deutschland kommen? Es ist nicht nachvollziehbar. Es wird gelogen, betrogen und wir werden verblödet. So. Kommen wir zum Teil B, was tun. Zum Thema Wahlen. Menschen, die korrupte Politiker wählen, Betrüger, Diebe und Verräter, das sind keine Opfer, das sind Komplizen. Das hat Orwell gesagt. Also, Sie wissen, was Sie demnächst zu tun haben. Wählen gehen, nur die Oppositionsparteien wählen, die Regierung kontrolliert. Nur die. Ne? Zweitens, als Wahlhelfer oder als Wahlbeobachter tätig sein. Und drittens, die Briefwahl politisch bekämpfen, ja. Verfassungsbeschwerden einreichen. Sie ist bei uns eigentlich verboten, nur im allergrößten Notfall erlaubt. Ich selber habe Briefwahlstimmen ausgezählt. Es ist unglaublich, wir sind nur beschäftigt worden, aber eine echte Kontrolle kann es gar nicht geben, weil sie kriegen die Wahluhren unverblommt da rein und dann hauen sie nur die ganzen Briefe da auf den Tisch. Wissen Sie, was da reingekommen ist? Nein, das wissen wir alles nicht. Briefwahl muss bekämpft werden politisch. Gehen Sie zur Wahl, machen Sie selber bitte keine Briefwahl, sagen Sie es auch anderen und stellen Sie sich selbst als jeder Bürger kann als Wahlbeobachter tätig werden, wenn er nach 18 Uhr im Wahlbüro seiner Wahl ist, egal in welchem, bis zum Schluss da bleibt, die Zahlen, die dort ausgezählt werden, mit aufschreibt und dann vielleicht hier an die AfD weitermeldet. So kann man das kontrollieren. Und so hat es auch Marcel Luthe gemacht, dem ich unglaublich dankbar bin dafür, dass er diese gefälschten Wahlen, dass er das hat auffliegen lassen und dass sie diese Neuwahl machen müssen. Aber denken Sie nicht, dass Sie jetzt... Aber denken Sie nicht, dass Sie jetzt aufhören zu fälschen. Also wo Sie können, machen Sie es. Ne? Dürfen Sie nicht vergessen. Nur wenn jemand kritisch darauf guckt, auf das Tun, kann man manches verhindern. Zum Thema Nationalstaat. Ein Nationalist ist einer, der die anderen hasst. Der Patriot ist einer, der das eigene Land liebt und den Patriotismus der anderen versteht und achtet. Ja, Richard von Weizsäcker hat das gesagt. Richard von Weizsäcker, können Sie sich darauf berufen.
Der erste Schritt, ein Volk zu liquidieren, besteht darin, seine Geschichte auszulöschen. Zerstöre seine Bücher, seine Kultur. Karl May soll ja nicht mehr aufgelegt werden. Seine Geschichte. Danach lasse jemanden anderen neue Bücher schreiben. Schaffe eine neue Kultur, erfinde eine neue Geschichte. Binnen kurzem wird die Nation anfangen zu vergessen, was sie ist und was sie war. Milan Kundera hat es ja in der Tschechoslowakei, der hat es gesagt, selber erlebt. Also fühlt und handelt als Patrioten. Zum Thema Herrschaftsdurchsetzung. Ich weiß nicht, ob Sie die 5V-Theorie kennen. Also die lautet folgendermaßen. Erstens, wenn du die Macht einmal hast, gib sie nie wieder auf. Erstens, verteidige deine Macht. Zweitens, um das zu erreichen, schaffe die Herrschaft des Rechts ab. Mache dir das Recht untertänig. Recht als Gehilfe der Macht. Verhindere Rechtsdurchsetzung. Zweite V. Dritte V. Erlaube keine kritische Öffentlichkeit. Das freie Wort, freie Medien, freie Forschung müssen einstimmig werden. Also drittens, vereinheitliche Meinung und Wissenschaft. Vierte V, verhindere, dass die für ihre Rechte kämpfenden Arbeitnehmer eigenständige Kampforganisationen haben, sondern zähme Gewerkschaftsbewegungen und mache sie zum Organ der Staatsmacht. Verhindere freie Gewerkschaften. Fünftens, reicht das nicht, schaffe ein System, das bereit ist, großflächig Angst zu verbreiten. Dazu brauchst du einen Geheimdienst, der Menschen ängstigt und sie begrenzt. Verbreite Angst. Unsere Macht ist die Angst der anderen. Das war der Spruch von Mielke. So ist es. Also wir wissen das noch sehr gut. Ja? Denken Sie daran, das sind die Herrschaftsformen. Und ich habe mal Schabowski gefragt. Herr Schabowski, und zwar war das nach 90, war er mal bereit, in Zwickau auf so einem Podium aufzutreten. Und ich habe ihn dann öffentlich gefragt, Herr Schabowski, waren Sie denn immer davon überzeugt, dass dieses Zettelfalten, weil in der DDR war ja kein Wählen, also wir durften einen Zettel falten und da reinschmeißen in die Urne, dass das ewig so weiterginge? Waren Sie davon überzeugt? Ja, aber selbstverständlich, hat er geantwortet. Wir waren felsenfest davon überzeugt, dass unsere Macht nicht gekippt werden kann. Und zwar hatten Sie das mit Ihren Verfassungsänderungen, hatten Sie das auch hingekriegt. Ne? Wir haben felsenfest überzeugt, dass wir immer an der Macht bleiben. Wir waren felsenfest überzeugt, dass die Machtfrage für immer geklärt ist. So hat das gesagt, wörtlich. Felsenfest überzeugt. Und das sind die heute auch. Die sind überzeugt, dass sie. Und dazu holen sie eben noch Migranten rein, die eben anders eventuell wählen. Das zeigen sie ihnen dann noch vorher, wie sie wählen müssen. Das machen sie dann alles im Flüchtlingsbüro dann fertig und dann läuft das. Stimmkampfgruppen. Ja, sehr gut. Stimmkampfgruppen. Sehr schön, den Begriff, den will ich mal merken. Herrlich. Zum Thema Faschismus. Ich fürchte mich nicht vor der Rückkehr der Faschisten in der Maske der Faschisten, sondern vor der Rückkehr der Faschisten in der Maske der Demokraten. Theodor Adorno. Ja? Thema Delegitimierung des Staates, wissen wir ja, Frau Faeser, verwechselt nicht was, sondern sie verwechselt, sie glaubt, wir sind alle blöd, also verwechselt Dummheit mit Anständigkeit. Wenn sie behauptet, dass also jemand, der kritisch gegen die Regierung ist, dass der den Staat delegitimiert. Im Gegenteil, wir wollen den Staat erhalten, so wie wir ihn kennen. Und wir wollen die Regierung kritisieren müssen und können, die versucht, das alles zu zerstören. Und das ist der Unterschied. Und da lassen wir uns überhaupt nicht von denen beeindrucken. Ein Beispiel, ein WDR-Journalist, ein Herr John Philipp Kindler, der hat tatsächlich sagen dürfen, ohne von ihr irgendwie Schwierigkeiten zu bekommen, der hat öffentlich gesagt, wer sich gegen universalistische Ideen stellt, ist als politischer Feind auf radikalste Weise zu bekämpfen. Die CDU ist unser Feind, ja, das ist Hetze und dazu will ich aufrufen. Hat er gesagt, darf er alles, im WDR. So, wunderbar, klasse. Ne? Sehr schön. Das zum Thema Delegitimierung des Staates von unserem wiederauferstandenen Mielke von Frau Faeser. So. Man darf den GEZ-Beitrag aus Gewissensgründen nicht mehr zahlen. Das hat Julian Reichelt auch gesagt und er sagt verschiedene Gründe. Wir haben die auch. Also ich bin also auch unterstütze Israel und ich finanziere auch nicht Antisemitismus. Ne? Wenn man denkt, hier diese Israel-Fahnen, die dort überall im Fernsehen zu sehen sind, die verbrannt werden. So. Dann die Täter-Opfer-Verdrehung, dann wird behauptet, Juden enthalten den Palästinensern das Wasser vor, die kriegen, also haben keinen Zugang
Zugang zu Wasser und so weiter, alles diese Lügen. Ich habe mir selber Israel selber angeguckt, war zweimal dort, also nichts davon stimmt und das lasse ich mir auch von einem WDR nicht erzählen. Zweitens, die Gewaltverherrlichung, die dort stattfindet in den Medien. Und ich bin auch gegen diese Berichterstattung, die nicht ausgewogen ist. Da stellt sich doch Herr Gnifke, irgendein Oberindianer, ich weiß nicht, was er für eine Funktion hat, hin und sagt, ja, sie würden jetzt versuchen, ein Klima zu schaffen, in dem alle demokratischen Auffassungen Platz haben. Kann ich nichts von sehen. Weder bei Illner noch bei Anne Will. Immer nur, dass dieses Format 5 Stühle, eine Meinung. Als wir auf die Straßen gehen, da wollten wir die deutsche Einheit. ARD und ZDF konnten uns diesen Traum nicht ausreden, obwohl sie es immer wieder versuchten. Ne? Man wurde ja dann auch in den Westmedien als rechtsradikal gescholten, ne? Wie heute die Leute, die im Osten dort interviewt werden. Ne? Da versuchen sie, den Rechtsradikalität zu unterstellen. Zu diesen, und da haben sie auch, da haben sie auch ihre kollektiven Irrtümer, hat diese überrumpelte journalistische Klasse, die hat das, diese Irrtümer, die haben sie nie abgelegt. Sie haben sich auch nicht entschuldigt. Ne? Aber die Westdeutschen haben ihnen trotzdem alles geglaubt. Das ist für mich total erstaunlich. Aber ich nach 90 auch. Ich dachte auch, das ist jetzt, Mensch, das sind die Westmedien, die uns die Wahrheit bringen. Und das kam erst mit der Zeit, dass man dann kritischer wurde und sagte, das stimmt doch so nicht, wenn du noch anderes hörst. Da ist doch irgendwas, stimmt doch da nicht. Ne? Aber diese Weltsicht dieser verlogenen Journalisten, das musste man erst mal durchschauen. Es gab einen, den wir alle geliebt haben im Osten. Das war Gerhard Löwenthal. Nur noch mal. Verletzung des... Ja. Zum Beispiel bei den Tests, wenn man die Testergebnisse offenlegt, die wir mussten uns ja immer testen, wo wir sind, dann ist das eine Verletzung des Rechts auf informationelle Selbstbestimmung. Das darf gar nicht sein. Ein Testergebnis ist ein persönliches Gesundheitsdatum im Sinne des Datenschutzes. Also weigern Sie sich jemals wieder, wenn Sie irgendwelche Testergebnisse zeigen sollen, das zu zeigen. Das darf niemand, das dürfen nur Sie entscheiden und niemand anderes. Warum ist Demonstration wichtig? Dazu auch nochmal. Wissen Sie, wenn man den Protest nur für sich behält und in sich reinfrisst, dann hat man gar nichts gewonnen. Sondern es ist wichtig, sich mit Gleichgesinnten zu treffen, und zwar analog und nicht nur digital. Zweitens, die Atmosphäre im Land ändert sich bei offenem Widerspruch gegen vorgeschriebene Alternativlosigkeit. Etwas dagegen zu setzen, ne? Denn diese Kombination von Manipulation und Angst wurde in den letzten Jahren zur gefährlichsten Verbindung. Drittens, es kommt nicht nur auf die Größe der Demos an und dass Demonstranten Konzepte haben. Es ist wichtig, dass sie überzeugen, dass sie persönlich integer sind. Dann werden die Menschen erreicht, die man sonst nicht erreicht. Denn Demos sind unverzichtbarer Bestandteil politischer Auseinandersetzung. Im vorigen Jahr haben wir uns öfter getroffen mit unserer Tochter und sind dann in Steglitz, haben wir eine Demo gemacht. Das war auch gerade Januar, Februar wegen der Impfpflicht. Wir haben uns immer wieder getroffen, die Leute, wir kannten uns ja alle nicht. Auch wenn man dann zusammengetrieben wurde, dann kam die Polizei aus den Seitenstraßen, hat uns dann gejagt und dann Einzelne immer uns umzingelt. Also so immer so 10 hatten, die sie umzingelt hatten, von denen sie dann die Daten erheben konnten, ne, um denen dann Bußgelder aufzudrücken. Das hat uns nicht erschüttert, weil wir wussten, es ist wichtig. Und diese vielen Demos gegen die Impfpflicht, die haben auch dazu beigetragen, dass die FDP da wieder mal umgefallen ist und endlich mal 6 Leute, also es war nicht die gesamte FDP, aber immerhin 6 Leute haben dann dagegen gestimmt und mit anderen zusammen hat es dann ein Übergewicht gegeben und man konnte dann den grünen Impfbefürwortern dann auch eine Schlappe erweisen. Also das war schon eine gemeinsame Aktion. Man kann Teilnehmer ermutigen, dass immer wieder, wenn die Leute dann sagen, Mensch, in der Woche bin ich immer so mutlos, aber wenn ich dann hier bin, dann kriege ich wieder ein bisschen Mut. Das hilft mir wieder für die nächste Woche. Das ist eben auch sehr wichtig. Man kann Teilnehmer ermutigen, die Angst haben, den Job zu verlieren, wenn sie die eigene Meinung sagen.
Es hat nämlich gezeigt sich in der Pandemie, dass es gefährlich ist, andere für sich selbst denken und handeln zu lassen. Nur weil Experten oder Politiker angeblich den Durchblick haben, wie Lauterbach, muss das nicht heißen, dass sie sich nicht täuschen können. Und das können sie. Ne? Denken wir an Wieler. Jetzt sollen wir angeblich alle aufarbeiten. Ja? Und ich will auch damit aufräumen, dass gesagt wird, naja, man kann ja nicht, jeder kann ja nicht mal zur Demo gehen. Nein, das muss man nicht. Jedes Engagement zählt. Wir haben alle Begabungen. Der eine kann Briefe schreiben, der andere kann mit anderen diskutieren, der nächste kann jemandem Mut machen. Da, wo wir Unterstützung durch unsere Begabung und Erkenntnisse geben können, da sollten wir das tun. Jeder so, wie er es kann. Es lohnt sich auch 2023. Jetzt geht um den Klimawandel. Es geht um den Krieg, es geht um den Klimawandel. Alles das, was uns jetzt wieder einen neuesten Unwillen droht, das werden die auch versuchen. Und feiert den 70. Jahrestag des 17. Juni. Vor 70 Jahren war der 17. Juni, das war der erste Aufstand im gesamten Ostblock. Das, also unseren Vorfahren bin ich da immer noch dankbar. Obwohl wir uns damals in der friedlichen Revolution nicht auf sie bezogen haben, aus Angst. Denn das waren ja Konterrevolutionäre. Sie wissen ja, das war der Konterrevolutionäre Putsch. Noch immer bis 89 galt diese Linie. Aber am 17. Juni sind das erste Mal im Ostblock Menschen auf die Straße gegangen. Und das hatte dann Nachfolger. Nachher in Polen, Tschechoslowakei, 56, dann der Ungarnaufstand. 68, der Prager Frühling. Aber wir haben damit begonnen. Und das ist ein ganz wunderbares Datum. 1 Million Menschen auf der Straße, was man aus den Stasi-Akten sehen kann, in über 700 Orten. Alle Schichten der Bevölkerung waren betroffen. Nicht nur hier die Arbeit, das wird, erzählt die SED heute immer noch. Ja, ein Arbeiteraufstand ist es nicht gewesen, sondern es war ein Volksaufstand. Und inzwischen ist es ja durch viele Publikationen auch nachgewiesen, dass es so war. Dieser Tag muss ein ganzes Signal werden für alle Leute, für alle Bürger, die sich verantwortlich fühlen. Der 17. Juni ist überall, ist mein Motto. Ja. Und der ist dies Jahr noch ein Sonnabend. Wir haben allen Grund, den 17. Juni ganz stark zu feiern und dieser Regierung zu zeigen, dass wir uns nicht alles bieten lassen und dass wir an diese Erinnerung der Vorzeit anknüpfen. Gegen den Strom zu schwimmen, ist schwer. Und es gibt oft keine Anerkennung, nur Hohn und Spott. Aber für die Christen bei uns, da zitiere ich das Wort der Verheißung aus Malachi 3,18. Und das gilt noch heute. Ihr werdet am Ende doch sehen, was für ein Unterschied ist zwischen dem Gerechten und dem Gottlosen. Zwischen dem, der Gott dient und dem, der ihm nicht dient. Und wir haben noch ein Geschenk bekommen aus der Geschichte. Und zwar von Václav Havel. Sein Konzept in der Wahrheit lieben. Was hat er gemacht? Erstens, misstraut Ideologien und von grünen kommunistischen Machthabern inflationär gebrauchte Begriffe wie Frieden, Völkerfreundschaft, Solidarität, heute Erderwärmung, Gendern, 60 Geschlechter, Wokeness und so weiter. Ne? Zweitens, nehmt alltägliche Lügen nicht hin. Widersetzt euch, sucht die Wahrheit und verteidigt sie. Drittens, verabschiedet euch von Angstszenarien über Weltgesellschaftsmodelle. Also wenn wir heute jetzt, wenn ihr jetzt keine Masken tragt, dann wird es morgen 100.000 Tote, ach Millionen Tote geben und so weiter. Kennen wir ja alles, ne? Oder also wenn ihr jetzt nicht was fürs Klima tut, dann wird der Planet wird zugrunde gehen. Also verabschiedet euch von diesen Angstszenarien, die uns als Heilsversprechen einer fernen Zukunft vorgehalten werden. Der Kommunismus hat uns immer erzählt, dass es in der Zukunft ganz wunderbare Verhältnisse geben wird. Ne? Jedem nach seinen Bedürfnissen war dann immer die große Heilsversprechung. Ne? Nichts davon hat sich bewahrheitet. Drittens, viertens, wehrt euch gegen allgegenwärtigen Machtmissbrauch. Nennt die zahlreichen Menschenrechtsverletzungen beim Namen. Und wenn es eben muslimische Verbrecher sind, dann muss man sie eben auch nennen. Das geht nicht, dass man das verschweigt. Damit hat keiner gesagt, dass er gegen alle Muslime ist. Das hat niemand gesagt und das hat auch niemand behauptet. Das wird nur immer unterstellt. Und dagegen muss man sich auflehnen. Sechstens.
Die Wahrheit zu verbreiten, wird einem auf Lügen aufgebauten System als Straftat verfolgt. Also wenn man die Wahrheit verbreitet, gilt das als Straftat. Das darf einen aber nicht abschrecken. Wenn man diese Angst verliert, dann können die einem sonst was. Sie können einem nichts. Denn was sollen sie tun? Ne? Oppositionelle Gruppen müssen neue Wege beschreiten, um die Öffentlichkeit zu erreichen. Das kann man mit den verschiedenen Methoden auch machen. Václav Havel hat mit persönlichem Beispiel ermutigt. Für Menschen, die ihr Leben unter demokratischen Verhältnissen gestalten, ist es schwer verständlich, welche Bedeutung die Wahrhaftigkeit eines Einzelnen unter Bedingungen der Diktatur hat. Das glauben Sie nicht. Das macht Mut. Wenn Sie wissen, ein Václav Havel steht dort, der geht da dreimal ins Gefängnis, der war 5 Jahre in Haft und der lässt sich nicht beirren, sondern baut diese ganzen Konzepte auf. Ne? Charta 77 und später auch europäische Verständigung. Und der hat das gemacht und da muss man auch denen widersprechen, die sagen, Politik ist mit Moral nicht vereinbar. Havel hat den Gegenbeweis geliefert und er hat es auch in seiner Amtsausübung als Präsident dann gelebt. Und was mich besonders erstaunt hat, wir haben neulich einen Vortrag gehört mit Hans-Georg Maaßen am 15.01., das war in der Stasi-Gedenkstätte, anlässlich der Sturm auf die Stasi-Zentrale. Und da hat er uns ermuntert, vom Gegner zu lernen. Er war ja Verfassungsschutzchef. Ne? Und er sagt, es ist so, die arbeiten immer mit psychologischer Kriegsführung. Und davon soll man sich nicht blenden lassen, denn die Politik will einschüchtern. Und sie behaupten, ihr habt schon verloren, ihr habt keine Chance. Und genau das Gegenteil stimmt. In der Geschichte sind despotische Regime untergegangen und nicht ewig geblieben. Ne? Ich will jetzt nicht alles bringen, aber das, was Maaßen gesagt hat, das will ich Ihnen noch bringen, weil ich das fand ich so klasse, weil ich das erste Mal von einem Westdeutschen gehört habe, dass er die Vergangenheit also so einschätzt. Er hat gesagt, wie konnte es eigentlich dazu kommen, dass wir diese Entwicklung jetzt haben? Und er hat gesagt, die Unterwanderung der Bundesrepublik ist eine unterschätzte Tatsache. Da hat ja Hubertus Knabe ein tolles Buch geschrieben, die unterwanderte Republik, aber keiner hat es ernst genommen. Ne? Maaßen hat auf ein Buch von Schelske hingewiesen. Der hat das schon in den 70er Jahren geschrieben und hat darauf aufmerksam gemacht, dass die Institutionen der Bundesrepublik, Bundestag, Universitäten, alle unterwandert werden von den Kommunisten und dass man das und auch von DDR und sowjetischen Kommunisten, dass man das also auf jeden Fall immer im Kopf haben muss. Und er hat zweitens, hat Herr Maaßen gesagt, in der Bundesrepublik findet Zersetzung statt. Das muss man sich ja vorstellen. Ne? Und die sich wie die Stasi-Richtlinie 176 liest, ich lese sie immer vor. Zersetzung bezeichnet eine verdeckte Methode des MFS zur Bekämpfung vermeintlicher und tatsächlicher Gegner vor, während und nach der Inhaftierung. Das ist nämlich systematische Diskreditierung des öffentlichen Rufs. Also man ist ein Rechter oder Querdenker oder jedenfalls ist es also ganz schlimmer Mensch, dem man aus dem Wege gehen muss. Ansehen, Prestige, alles wird runterbewertet auf Grundlage miteinander verbundener, wahrer, überprüfbarer, diskreditierender sowie unwahrer, glaubhafter, nicht widerlegbarer Angaben. Oder systematische Organisierung beruflicher und gesellschaftlicher Misserfolge zur Untergrabung des Selbstvertrauens. Also auch das Entlassen, Kündigen, den Leuten Ärger machen, das alles gehört dazu. Und das hat er erkannt als Verfassungsschutzchef. Also das ist nicht irgendwer, der das hier sagt, auch kein unbedeutender Politikwissenschaftler, sondern er weiß, wovon er redet. Er hat auch gesagt, drittens, in Thüringen regiert der Verfassungsfeind Ramelow. Er hat gesagt, er wurde bis 2013 danach nicht mehr beobachtet, stellte der Verfassungsschutz seine Beobachtung ein. Und dann habe ich ihn auch gefragt, wir haben dagegen so protestiert, weil wir das nicht richtig fanden, also Verfolgtenverbände, ich engagiere mich auch bei politisch Verfolgten, wir haben das so kritisiert, warum die SED, die hat ja vor dem Landgericht Berlin zugegeben, dass sie die rechtsidentische SED ist, also ich nenne sie nur SED, sie haben sich nie aufgelöst, sie haben das Parteivermögen unter sich verteilt und was weiß ich, auf die Kämeninsel verbracht oder wo auch immer, haben sie uns ja nicht verraten. Ne? Und diese Leute werden nicht mehr beobachtet, aber die AfD, habe ich gesagt, das verstehe ich nicht. Sagt er ja, 2013 war er der Ansicht, dass der Verfassungsschutz Extremisten beobachten muss, aber niemals Parteien. Parteien, die gewählt sind, demokratisch gewählt sind. Völlig korrekter Zugang, muss ich dann auch zugeben. Aber
2016 wurde er dann, er ist ja weisungsgebundener Beamter gewesen und sollte unbedingt dann die AfD überprüfen lassen. Und da hat er gesagt, nein, das Einzige, was er macht, ist nicht beobachten, sondern Prüffall. Und das hat er gemacht und Haldenwang, dieser Adlatus von jedwedem Herrscher, der macht natürlich, was er soll, ganz klar. Also das war schon interessant und er sagte auch, ist dann nochmal auf die Sachen in Thüringen eingegangen, dass der Kemmerich aus dem Amt gedrängt wurde und das war eindeutig verfassungsfeindlich, was Merkel gemacht hat. Und deshalb sagt er auch, also dass leider ist es so, dass der Marsch durch die Institutionen, den die Linken gemacht haben, dass das leider erfolgreich war. Und das haben wir aus dem Osten, wir aus der Bürgerrechtsbewegung immer gesagt, wurde uns aber nicht geglaubt. Meine Parteigenossen in der SPD haben gesagt, ach Angelika, das erledigt sich biologisch von selbst. Das Schlimme war nur, sie waren ja alle verflochten mit denen, die kannten ja schon vor 89. Ne? Ich war mal auf einer Kur in Badenweiler und da sagte mir der Kurdirektor dort, wissen Sie, dass Herr Stolpe immer vor Ihnen hier war, jedes Jahr, verzeih ich? Herr Stolpe, wieso denn das? Ja, sagte, der hatte dann Gespräche, dann kamen die Politiker hier aus allen Parteien und haben mit ihm verhandelt. Das zum Thema Stolpe. Ne? Ich war total entsetzt, ja, aber naja, gut. Damals war ich noch in der SPD, die habe ich dann verlassen, weil sie mit der SED zusammenarbeitet. Und dann sagte Maaßen auch weiter noch, viertens, der Westen war naiv. Die Bösartigkeit des SED-Systems wurde unterschätzt. Nach dem Mauerfall wurden alle plötzlich zu Brüdern erklärt. SED und MFS waren nur die Spitze des Eisbergs. Viele Führungspersonen hatten Geheimdiensthintergründe. Denkt man nur an Stolpe, Schnur, Böhme, Lothar de Maizière, die hat er auch extra alle genannt, ja, mit Auftrag, die nie aufgeklärt wurden. Er sagte, der Westen fragte nicht nach den Aufträgen der Einflussagenten. Das heißt, Verharmlosung von Markus Wolf und seiner HVA als Spione. Waren Spione. Nein, das waren Einflussagenten, die einen Auftrag hatten, den sie hier auszuüben hatten. Und das haben sie auch nach 89 ganz hundertprozentig gemacht. Dann wurde das Honecker-System durch das Modrow-System ersetzt. Es erfolgte keine Enttarnung, auch nicht durch die Rosenholz-Dateien. Und die 68er des Westens haben einen Kulturwandel bewirkt. Nun habe ich schon sehr lange gesprochen. Ich habe im Grunde genommen noch einen zweiten Teil. Und davon würde ich Ihnen nur eine Sache noch vortragen, weil es wird sonst zu lang, um das zu unterstreichen, was Maaßen gesagt hat. Aber eine Sache sollten Sie alle wissen, ganz wichtig. Nachwirkungen der Maßnahmen Modrows war der Preis der friedlichen Revolution. Wir Ostdeutschen haben nämlich einen hohen Preis bezahlt. Am 1. März 1990, kurz vor den ersten freien Wahlen, gründete Ministerpräsident Modrow die Treuhandanstalt. Nicht der böse Westen hat das gemacht. Und zwar mit 1600 ehemaligen Ministern, Betriebsleitern, SED- und Stasi-Kadern, die schon damals die DDR ruiniert hatten. Und dann diese Funktionäre verpulverten dann mit Glücksrittern aus dem Westen das DDR-Volksvermögen. Glauben Sie nicht, wenn immer gesagt wird, die Treuhandanstalt wurde vom Westen, also die war eben so bösartig. Genau andersrum war es. Zweitens, Modrow schleuste per Erlass in die Institutionen des DDR-Staates SED-Kader, Stasi-Mitarbeiter in Arbeitsämter, Behörden, Schulen, Banken. Es ist doch kein Wunder, dass heute eine Petra Kipping, eine SED-Kaderfrau, die nichts anderes studiert hat als Marxismus, Leninismus, heute Ministerin, natürlich dann umgewechselt ist, 1989 in die SPD und jetzt Ministerin in Sachsen ist. Ein Beispiel, ich habe noch etliche hier auf Lager, aber nicht alles. Ich will Sie ja nur neugierig machen. Drittens. Modrow setzte eine Kaderaktensäuberung durch, die es in den SEDs, denen unmöglich machte, eine berufliche Rehabilitierung zu bekommen, die von ihren Chefs, ihren SED-Chefs diffamiert worden waren. Es standen dann böse Sachen in der Kaderakte. Es wurde dann alles rausgenommen, damit die Chefs dann ein besseres Leben hatten und sich nicht verantworten mussten. Viertens, Stasi-Offiziere und Politkader konnten sich per Modrow-Gesetz als Rechtsanwälte niederlassen. Müssen Sie sich mal vorstellen, bei uns im Osten. Wir haben im Bürgerbüro haben wir dann gegründet mit Bärbel Polay und Neubert und Jürgen Fuchs. Wir haben dann verlangt von den Anwaltskanzleien, dass sie diese Leute rausschmeißen. Nichts davon passierte. Nein, das haben sie nicht gemacht. Sie haben die alle drin gelassen und die haben uns noch weiter geschadet, haben Termine platzen lassen und so weiter, wenn Leute zu denen gegangen sind, um denen zu schaden. Ne? Modrow erließ ein Vermögensgesetz, das systemprivilegierten Grundstücke und Häuser zuschanzte.
Ich sage immer, ich fahre mal gerne, ich schwimme gern und da fahren wir nach Halbe. Da kommt man auch durch den Ort Bestensee, da sage ich immer Bonzensee dazu. Da haben die alle ihre Grundstücke direkt am See. Die SED löste sich nicht auf wie die ungarische Kommunisten, das habe ich mir alles recherchiert, sondern die sitzen heute in den Parlamenten, sie sitzen in den Institutionen des Rechtsstaats und wir haben aber gefordert Stasi in die Produktion und Stasi in die Volkswirtschaft. Und jetzt kommen sie an und wollen, dass noch mehr Ossis irgendwie in Institutionen sitzen. Die sitzen schon alle drin, lassen sich bloß nicht verblöden, da hat jetzt dieser Ostbeauftragte gefordert, ja, mehr Ossis müssen da irgendwie an vorderster Front. Die sitzen schon da, sie können sie bloß nicht erkennen, weil sie nicht enttarnt waren. Und siebtens, Modo weigerte sich, den Auftrag des Runden Tisches auszuführen und die Stasi aufzulösen. Er nannte sie nur um in Amt für nationale Sicherheit. Genau. Und erst die Bürgerkomitees haben sie aufgelöst. Ich gehörte auch selber dazu. So, damit beende ich das jetzt erstmal. Das sehen Sie das. Herzlichen Dank. Also wie gesagt, lassen Sie sich nicht ermutigen. Wir haben allen Grund zu kämpfen. Ja? Liebe Frau Barbe, ganz vielen Dank für den tollen Vortrag. Mhm. Ich bin stolz und glücklich, dass wir Sie hier im Haus hatten. Danke. Und wir haben das hier live übertragen. Wir hatten noch nie 60 Leute, die gleichzeitig zugeguckt haben, wenn es nicht vorher angekündigt war. Ach so, also die haben selber Blut geleckt. Ganz toll, dass sie heute da waren, dass wir diesen Erfolg haben. Schön. Und ich habe Ihnen hier einerseits, hat ein Kollege hier mitgebracht, extra für Sie. Ganz herrlich, ein wunderschöner Strauß, ganz wunderbar, ganz bedankt, ganz herzlich. Aber ich habe... Das heißt, ich muss ihn ja verdient haben. Danke. So ist es. Das ahnten wir schon. Und wir haben hier noch ein Buch von Theodor Fontane über die Mark. Sehr mit schön. Einer kleinen Widmung von der Staatsreparatur. Vielen, vielen Dank fürs Dankeschön, Kommen. Dankeschön, danke. Ich komme ja aus Brandenburg. Wir machen eine kleine Planänderung. Wir wollten ja eigentlich Zuschauerfragen machen im Stream. Der Stream ist jetzt schon mit einer Stunde 19 sehr, sehr lang geworden. Deswegen brechen wir jetzt den Stream ab. Ich danke den Zuschauern fürs Zuschauen.